blicken Sie denn jetzt mit der Leistung und mit der Haltung, mit der Einstellung den nächsten Spielen entgegen? Ja, gut, das Problem ist halt, dass wir auf Rille gehen. Das ist ja klar. Kujovic war Corona. Ich weiß, was das bedeutet. Ich bin heute noch nicht fit. Erbeck war Corona. Hillebrand kann im Moment keine Belastung. Hat richtig Probleme aufgrund der Corona-Infektion. Ist zwar frei, hat auch, aber trotzdem, er hat bei 20 Minuten Fahrradfahren hat er schwere Beine. Panzer, reden wir vielleicht über eine Kreuzbandgeschichte, also Engelhardt. Man muss sich hier mal vorstellen, wer da alles ausfällt. Und diese Mannschaft ist zumindest in dem heutigen Spiel bereit, an die Grenze, über die Grenze zu gehen. Aber das erwarte ich. Jetzt ist die Frage, können wir uns bis Mittwoch, können wir uns regenerieren? Badu kommt zurück, aber das sind 20 Minuten. Zokafakis hatte Probleme, war ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt nicht zumindest 10 Minuten, aber das Spiel war so intensiv und da wollte ich jetzt nicht noch irgendwelchen schwachsinnigen Wechsel machen. Joshua Bitter hat monatelang nicht gespielt, hat aber für mich fantastisch gespielt, wie alle anderen auch, aber da sieht man eine Haltung, da sieht man, ich will hier unbedingt mit Energie Cottbus die nächsten Spiele gewinnen, dieses Spiel gewinnen. Und er hat alles rausgehauen, jetzt müssen wir gucken, geht das bis Mittwoch, das wird die große Frage. Wir glauben, dass keiner zurückkommt, keiner zurückkehrt von den Spielern, die verletzt sind, krank. Borgmann kommt zurück. Okay, damit haben wir natürlich nochmal eine weitere Option. Hoffmann nach wie vor große Probleme, ganze Woche nicht trainieren können, gestern erste Mal wieder gelaufen. Das sind natürlich Spieler, die gerade so in englischen Wochen, wo es jetzt vielleicht auch nochmal, sagen wir mal, okay, diesen Meter, um noch weiter Druck auszuüben.